Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei From Zero to Hero und das Ganze natürlich wieder mit aus dem Livestream mit unserem Lieblingsduellanten, dem lieben Milo. So. Thunder. Neuer Sonntag, neues Glück. Das heißt, das verlängerte Wochenende ist halt vorbei. Ja, stimmt. Männertag. Hast du den Männertag was Schönes geplant eigentlich oder hast du Männertag was Schönes gemacht in dem Sinne? Geplant. Nix. Einfach mit meinen zwei Frauen daheim. Ja gut, ist ja auch schön. Da kann man doch die Zeit auch schön genießen, ne? Oh ja. Denke doch. Was ist das mit diesem Ding irgendwie? Also ich schwärme mich wahrscheinlich aufs Fahrrad schwingen. Aufs Fahrrad? Aufs Fahrrad, natürlich. Aufs E-Bike. Ja, nee. Selber treten, Junge. Selber treten. Ach, das geht noch. Man muss doch ein bisschen in Form bleiben. Man kann doch hier nicht. Man kann doch. Weiß mal, wenn man keinen Sport macht, da geht man da aus der Fassung. Ja. Ja, kann ich so verstehen. Da wird man breit und so. Das ist breit, nicht meins. Ja. Ist nicht meins. Straffe Schenkel müssen es sein. Ist da? Ja. Oh. Thüringer Klöße müssen es sein. Oh ja. Ja. Sind halt auch richtig lecker. So, Papim. Der ist jetzt hier fertig, das passt, da können wir die... Das ist so karmische Ration, ich werde bekloppt, Junge. Das ist ein schönes Ding, hier brauchen wir gar nicht so weit hochgondeln. Müssen aber trotzdem mal gucken. Schweinebraten mit Sauerkraut und Knete! Oh ja, das ist natürlich auch sehr, sehr lecker. Aber eine Kugel ist auch eine Form, ja, richtig. So. Auch Axel wird sich dazu bestimmt nicht äußern, wenn Tino eine Entscheidung getroffen hat, wird er sie schon mitteilen. So sieht es nämlich auch, René. So sieht es nämlich aus. Vollkommen richtig. Also wer da an Informationen geben möchte bei uns beiden, ist da falsch. Wir haben sie auch einfach nicht. Das muss der junge Mann mit sich selber entscheiden, mit seinem Umfeld. Ja, deswegen bleibt da ganz entspannt, meine Lieben. Na? Und ihr werdet es dann definitiv mitbekommen. Ja, das ist ganz klar. Das Einzige, was wir machen, ist, egal was er sich entscheidet, wir werden ihn natürlich unterstützen, wo wir können. Genau. Immer. Egal was ist, wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. So, ich muss aber mal kurz LU. Hallo, liebes LU. Hallo. Ich hab da mal eine rein informelle Frage. Kein Problem. Ist es auf unseren Feldern möglich, mit einer Direktsaat zu arbeiten? Bringt dir nichts. Achso, also du musst halt vorher grubbern. Es muss definitiv gegrubbert sein, immer. Genau. Ah, okay. Das kommt aber wie gesagt nicht von uns, sondern von der App. Ja, nee, alles gut, das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Ja, also wir fahren ja auch tatsächlich mit Direktzahl drüber nach dem Grubbern. Naja, wie gesagt, aber es geht halt nicht anders, ne? Es muss halt wirklich... Okay. Gut, die Arbeiten laufen, quasi wie ich gesehen habe. Genau, der Düngerstreuer ist dann auch bald fertig, das auf der 23 jetzt. Der Grubber fängt schon an mit Grubbern. Ja. Ihre Ballen sind ja fertig auf der Wiese neben dem Hof. Genau, mehr Wiese hatten sie ja nicht. Genau. Okay, wenn dann derjenige, quasi der LU-Steffen, fertig ist mit Düngen, hat er wieder freie Kapazitäten, ne? Genau. Dann bitte mal gegen Unkraut spritzen kann man ja auch vorsorgshalber, ne? Es ist ja angesehen. Genau, dann bitte auf die 24, 25 gegen Unkraut spritzen. Alles klar. Okay, Dankeschön. So, da ist er wieder. Jo. So, Chat und YouTuber-Renus, wir hatten ja in der letzten Folge ein Thema angesprochen. Also ich hatte euch da was gefragt. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, ne? Machen wir das so, wie es gerade gesagt haben, oder machen wir es eher nicht so? Schwierig. Einfache Entscheidung kann jeder treffen. Richtig. Müsst es halt sehen, auf die Zeit gesehen, glaube ich, würde uns das schon was bringen. Theoretisch. Okay. Das würde Sinn machen.
Das würde Sinn machen. Ich müde mich mal ganz kurz. Jo. Es geht darum, ob wir uns eine Direktsaat, also Direktsaat können wir uns ja nicht kaufen, ne? Deswegen, mir geht es darum, ob wir uns jetzt einen Grubber kaufen oder Silberbach hat jetzt sehr gut was vorgestellt, dass wir ein Güllefass mit Grubber uns holen. Da hätten wir quasi 2 in 1. Ja, so. Auf den Glanzwerk. Da könnte man das eigentlich machen. Da können gerne mal in die Kommentare, wie, was, wo. So, da ist er wieder. Kleines singendes Etwas. Mein Leute, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin gleich wieder da. Unglaublich. Wahnsinns fette Beute. Den Kribbels schwirrt er zu GTA rüber. Kriegt er das mit? Das ist unfassbar. Also, so gerne wie ich GTA mache und so schön wie ich das finde, aber ohne Flachs, ne? GTA ist so eine Sache, da werden die Menschen komisch. Das ist Wahnsinn. Heftig, heftig, heftig. Meine klar, es macht Laune. Ne? Es macht halt echt Laune. Aber dennoch. So. Da, Hauke, habe ich gerade eine Idee, aber da muss ich dann mal noch nachfragen, wenn der liebe Manu wieder da ist. So, jetzt wollen wir das erstmal verkaufen. Beziehungsweise erstmal in den Klöpel Market fahren. Kommen wir hier durch? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus. Füllen wir hier noch durch und am Porsche steht's. Hat Fabi auch schon. Gut, dann hab ich's wahrscheinlich nicht gesehen. Dann sorry dafür. Na, es ist manchmal. Manchmal kann was untergehen im Chat. Ist aber nicht so wilde, meine Lieben. So, da haben wir das. Dann müssen wir sehen. Ich bin noch in, auf ein bestimmtes Feld bin ich noch scharf. Das brauche ich noch unbedingt. So. Oben, BGA-mäßig, haben wir ja jetzt erst einmal ein bisschen was an die 56.000 Liter drin. Da müssten wir dann, wenn wir über die Nacht kommen, müssten wir dann wieder gut was bekommen. Und da denke ich mal, ist immer dann dort auch schon wieder sehr, sehr gut. So. Ja, ich finde, wir müssen auch raus. Aber könnte man sich ersparen, das Geld und das für ein Preisgeld holen, oder? Was ist denn für ein Preisgeld? Nämlich die Mieten. Was unser Preis war, meine. Wir dürfen uns doch deine Maschine mieten. Ja, wunderbar, super. So, was ist da? So. Das bringt mich richtig voran. Aber das ist halt, mein Lieben, das ist halt die Sache. Mieten, ne? Mieten. Da haben wir es ja auch bloß für eine bestimmte Zeit. Und das, ja, bringt, das bringt uns ja nicht. Bringt uns ja auf lange Sicht keine Punkte. So. Gut, da haben wir dich. Also meine, du warst ja angeln gestern, ne? Mhm. Aber hast erzählt, es war nicht so gut gebissen quasi. Nix. War richtig in Runden 0 nochmal 15 Euro bezahlt für eine scheiß Tageskarte und nix, nicht mal ein Biss. Ah. Gar nicht schön. Also bei allen quasi oder nur bei dir? Bei allen. Das ist ja doof. Richtig doof. Oh. Oh. Heftig, heftig, heftig. Naja, heute war es ja zumindest mal wieder schön. Morgen soll es ja bis 30 Grad gehen. Na, war es heute schon bei uns. Und ja, ja, bei uns auch. Aber haben sie ja gestern, haben sie ja nochmal so im Radio angepriesen. Und die Tage drauf soll es aber auch schon wieder kühler werden. Ja, verrückt, das Wetter, keine Ahnung. Also es könnte ja von mir, also Männertag könnte es von mir aus regnen. Ich dachte, du willst Fahrrad fahren. Und? Kann ich über Regen. So. Bei Regen, zwei Stunden gefahren, ist auch mal schön. Ja, es darf natürlich nicht kalt sein. Wenn Wind dazu ist, dann ist es ekelhaft. Dann ist es ekelhaft, aber wenn es ein bisschen warm ist, ein bisschen Regen dazu, so ein bisschen geschmeidiger Landregen, oh, es ist schon schön. Das macht schön Laune. So. Aber wenn es regnet, meine Lieben, ne, da haben wir mehr Zeit, um live was zu machen. Ist ja auch noch, ich habe noch gar keine Ahnung, vielleicht gehe ich auch live oder so, aber wie gesagt, ich muss das mit Maxi abstimmen, was sie so geplant hat.
Ach, genieße ich ja echt meine Freiheit. Jawohl, ja. es würde sich ja so oder so nichts ändern. Selbst wenn dann hier mal irgendwas antüdelt. Morgen 80% Regenwahrscheinlichkeit. Ja gut, aber nicht bei uns. Aber nicht bei uns. So, irgendwas treibt da, was treibt denn der Zwerg heute wieder so? Meine? Ich werde meine Waffe wieder beschaffen, die ist nämlich weg. Ich bin nämlich in Ohnmacht gefallen und der Dr. Schwuggel hat mein ganzes Zeug geklaut. Weiß echt? Ja. Und absichtlich oder was? Was? Das Zeug geklaut? Ich nehm's mal an, also wie willst du das denn aus Versehen klauen? Ich bin auf jeden Fall aufgewacht am Krankenhaus und hab nichts mehr. Oha. Den wird ich aber Maß nehmen. Tja. Lass mal lang machen. Ja, dann einfach mal gucken, was so passiert ist in den letzten zwei Tagen. Es pfeifen ja so ein paar Spatzen was vom Dach. Was denn? Ja. Ich habe halt überlegt, wie ich es dir am schönsten beibringe. War du. Was denn? Also es hieß so, dass der Zwerg weg ist vom Fenster. Stimmt das? Naja. Dass die Mäuse auf den Tischen tanzen. Nein, das kann nicht sein. Ne? Möchtest du mal eine Ordnungskeule rausholen? Muss mal Ordnung machen. Ja. Möchtest du mal deine Jungs zur Seite nehmen? Muss man sagen, so, müssen wir auf den Tisch legen und sagen, so, noch jemand fragen? Ja. Herrlich. Ich muss mal meinen Waffenschein noch machen die nächsten Tage. Immer noch nicht dazugekommen. Wahnsinn. Der ist glücklich nur samstags, oder? Was denn? Der Waffenschein, dass man den machen kann. Weiß ich nicht. Und nochmal nachhaken. Veranstaltungsaufbau, Wahrscheinlichkeit, Hitzschlachten, Dienstag, dann laut Wetterbericht Regenschlachten, das bei einem Open-Air-Aufbau. Uha, Open-Air, okay, Fabi, was da los? Was denn da von Open-Air? Weißt du, was ich mich freue? Was denn? Wenn ich irgendwann beide Impfungen habe und ich nirgendwo mehr irgendwelches testen muss, sondern nur den Ausweis vorzeige. Oh ja, ich mich auch. Sag ich dir ganz ehrlich. Denn langsam ist es nervig. So, ich muss mal kurz LU. Jo. Hallo, liebes LU. Hallo. Sie haben gelöst. Ich hätte eine Rechnung. Okay. Ja, es würde sich um 24.911,05 € handeln. Und Sie möchten es ja gerne mal aufgeschlüsselt haben, deswegen würde ich Ihnen das direkt erzählen, um was es geht. Mhm. Und zwar auf der 21 Unkrautspritzen, 22 und 23 Ernten. Ihre Wiese Ballenpressen sind 51 Stück geworden. Dann auf der 12 Ansehen, 24 Ansehen, 25 Ansehen, 23, ja. 22 Düngen. 12 Unkraut, 22, ja genau, den Rest haben wir noch nicht gemacht. Ah, okay. Also 25 glatt. Wenn Sie das so möchten. Ne, du hast ja gesagt, 24.911. Und 5 Cent, bitte. Ja, so, also 25 glatt. Danke. Bitte. Gut, wunderbar. Ich bedanke mich. Wen haben wir? Okay, er ist gerade am Spritzen, das passt. Gut, wenn er. Sie könnten rein theoretisch schon wieder die Aufträge verteilen fürs Ansehen 22, 23. Ja, ich habe meine Frage, was mit Feld 26? Ist das immer noch verpachtet? Ja, weil er muss es ja dreimal ernten, bevor er es abgeben darf. Ah, okay. Das ist jetzt, glaube ich, die zweite Ernte erst. Okay. Okay, er hätte ja dann Vorrecht oder was beim Kaufen. Ist das so, Herr Strafkammer? Also insofern die Aussage getroffen werden kann von Ihnen? Wenn ich jetzt nicht 100% bestätigen, müsste ich mich nach einlesen. Es ist schon ziemlich spät am Sonntagabend. Okay, gut. Das sehe ich vollkommen ein. Okay, willst du mal einlesen und mir dann gleich nochmal Bescheid sagen? Das heute noch wird. Das wäre echt toll. Willst du es ja mal durchs Kopf gehen lassen? Ich komme dann nochmal vorbei. Okay. Aber wenn die sagen, jo Digi, für dich ist jetzt AstraZeneca da, kannst dann kommen hier und da, dann würde ich, ist auch so. Das ist auch egal. AstraZeneca haben sie jetzt die Wartezeit zur Zweitimpfung verkürzt, ne? Ja, weil gerade jemand gefragt hat, ob ich ablehnen würde, wenn ich meine Wunschimpfung nicht kriege.
Ach, ich habe halt gesagt, ich schätze mich jung genug und fit genug ein, dass ich alles abkann. Außer Sputnik, also das würde ich mir nicht reinpumpen lassen. Sputnik, ne, der geht alles kaputt, was du im Körper hast. Dann lebst du länger, lässt es aber wahrscheinlich auch im Dunkeln. Ja. Jetzt dann ja, als Laterne. Andere Strahlen. Ja gut, siehst mal so, da kannst du halt kostengünstig als Laterne arbeiten, ne? Heftig, heftig. Ja gut, nee, man macht Späße, aber ja. Aber registriert bist du ja, ne? Ja. Ja, morgen sind ja auch nochmal, ich weiß gar nicht wie viel, ab 9 oder 10 Uhr. Zum Montag sind ja dann nochmal, ich glaube, weiß ich aber nicht so genau, so 10.000 Plätze, Registrierungsplätze nochmal. Okay. Wo dann... ich bin Gruppe 3. Der Ansturm. Gruppe 3. Der Ansturm reingehen kann. Bei mir ist eigentlich, normalerweise müsste ich ja in Gruppe 2 sein, also Stufe 2. Wegen deinem Alter, oder? Familiär, weil das sind ja zwei Risikofaktoren. Ja, ja, war mir schon klar. Und, aber die Trottel, nochmal nachgelesen, die haben Stufe 3 gemacht. Mal fragen, warum, wieso, weshalb. Keine Schindeln. So. Ich will ja noch sonst wie lange warten. Ich meine, Juni wäre bei mir, aber wie auch noch ein Stück. Sind noch ein paar Tage. Ich hab noch gar keinen Termin. Boah. Bin noch registriert. Hey, mach das Ding voll. Ja, bei mir hieß es 1. bzw. 2. Juniwoche. Aber auch noch kein genauer Tag, bloß halt eine Woche. Der Richtwert. Wenn der Sputnik impft, kriegst du dein Handyempfang besser. Überall perfektes WLAN, LTE, wunderbar. Dann dienst du als Hotspot. Ja, da kannst du auch, hey, das wäre eine Marktlücke, Junge. Wäre eine Marktlücke. Mensch, es wäre interessant, mal drüber nachzudenken. Hä? Warte mal. Heftig, jetzt. Heftig. So. Okay, Astra schlechte. Ja, meine Großeltern haben BioNTech bekommen, meine Schwiegereltern zum Beispiel haben, ich glaube, Moderna bekommen. Weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall, ja. Ja, ich sag mal, Name hin oder her, das Grundprinzip ist ja sowieso immer dasselbe von so einem Impfstoff. Du kriegst ja sowieso Viren irgendwo in abgeschwächter Form gespritzt. Ist das eben nicht so? Ich dachte, das wäre irgendwas genetisch Veränderndes. Ja, aber guck dir mal, rein logisch, dass dein Körper Antiviren bilden kann gegen so etwas. Ja, aber du kriegst nicht, das ist normal bei einer Impfung so der Fall, aber ich dachte gerade eben bei dem Zeug nicht. Ja, aber gut, wie soll es denn sonst funktionieren? Du kriegst irgendwas gespritzt, was dein Körper anregt, diese Scheiße zu produzieren, aber nicht, du kriegst nicht geringe Mengen von Corona geimpft. Hm. Also das glaube ich, also ich habe mich da ehrlich gesagt nicht so wirklich sachkundig gemacht, das interessiert mich einfach viel zu wenig, das Thema. Na gut, klar. Ich nehme meinen Termin gerne hin, dann gehe ich da hin, dann nehme ich das, was da gespritzt wird und dann bin ich zufrieden, dass ich nicht mehr irgendwo irgendwas mir in die Nase stecken muss und das reicht mir. Hm, das ist ja auch immer, ne? Ey, letztens müsste ich ja auch wieder. Da habe ich mir das Ganze wirklich so richtig durch den Kopf gehen lassen durch die Dame. Da habe ich so gesagt, wenn du oben aneckst, kannst du Bescheid sagen, ne? Also hier, wow. Christoph hat geschrieben, BioNTech gibt dem Körper die Bauanleitung, um dann die Dings zu bauen. Aber halt kein Ding an sich. Also du kriegst da kein Corona gespritzt, sondern nur die Bauanleitung, wie du die Antiviren produzierst oder so. Hat Sacha auch gerade geschrieben. Aber wenn das so ist, ne, dann habe ich gerade eine sehr spezielle Frage. Wenn bei so etwas es möglich ist, dem Körper sozusagen eine Bauanleitung zu geben, dass er dagegen produzieren kann, ne? Also um widerstandsfähig zu werden, ne? Dann müsste es doch normalerweise möglich sein, dem Körper eine Bauanleitung zu geben, dass er sich gegen Krebs schützen kann. Hm. Theoretisch.
Weil das ist ja so eine ganz hinterhältige Krankheit. Ne. So. Warum ich gerade dieses Beispiel wähle, ich kenne es halt aus der Familie und das ist halt echt keine schöne Krankheit. Daran wird geforscht, sagt Liddy. Das ist halt, weil ich sag mal, wenn das da wäre, da wäre schon nicht verkehrt. So, naja, es gibt halt viele Dinge. Die ganze Thematik, ich glaube, da könnte man Stunden dann da sitzen, hätte immer noch wie, was, wo Meinungsaustausch und von daher. Ja, Sarah, ich will es. Aber es muss ja möglich sein, das Ganze irgendwo einzudämmen, weißt du? Hallo, nochmal ins LU. Nochmal, jetzt gibt es nochmal Anschluss, mein Junge. So. Gut, jetzt haben wir das weg, jetzt haben wir das weg. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich bin am Überlegen, mir ein Förderbandsystem auszudenken. Beziehungsweise anzuschaffen. Förderbandsystem. Zeige ich euch gleich, was ich damit meine. Und zwar, wenn man da gleich mal hochspringt zur BGA. Beziehungsweise, wir werden gleich mal mit dem Anhänger zur BGA fahren. Das passt ganz gut. Wir müssen oben eh noch leer machen. Und nochmal nachfüllen. So. Da, mein Lieber, machst du mal Ende, ich muss los. Schon wieder, ne, du drängelst jetzt nicht wegen GTA, Junge, nein! Wir sind in Overtime, deswegen drängel ich. Das ist unglaublich, das ist unglaublich. Ich möchte aber gerne noch eine Zuschauerfrage mal. Gut, das kannst du sehr gerne. Ja. Weil die Frage gestellt wurde von Baku, warum müsst ihr ständig testen? Bei mir ist das nicht so. Also bei mir ist es so, auf der Arbeit, wir müssen uns dreimal Minimum testen lassen. Ganz einfach, weil es halt so festgelegt ist bei uns allem drum und dran. Das heißt Mittwoch, also Montag, Mittwoch, Freitag jetzt mittlerweile. Und ja, es ist immer wieder eine Genugtuung, das Stäbchen bis zum Gehirn reinzukriegen. Auf jeden Fall, das wollte ich vorhin noch anbringen. Wo die mich letztes Jahr getestet hat mit dem Stäbchen, ne? Die gute. Ja. Danach habe ich da erstmal die Bude vollgesüppt, ne? Warum? Weil meine, die hat ja durch die Nase. Ja. Und ich habe, meine Nase ist innen drin sehr empfindlich. Ja. Und naja, da lief es erstmal, aber Bruder heute. Oh ja. Yeah. Da habe ich gesagt: So, möchtest du mal gleich noch Blut abnehmen oder so? Wäre gerade günstig. Ja. Das war nicht so. Ja, gut, wie es bei Milo ist, kann ich euch nicht sagen. Wisst ihr, ob das bei euch dann auch immer so ist? Oder also, ich habe jetzt halt schon, ich war jetzt nicht mehr shoppen oder so, aber ich dachte bei dem einen Geschäft, dass die da blitzen in der Stadt und dann habe ich halt, das war so ein Testbus. Also okay. So ein T4 oder T5 und da war ein Zeltchen dran. Und da haben die Leute getestet, bevor die in den Klamottenladen rein durften. Ach, gucke. Ja. Krasse Sache. Mhm. Natürlich auch. Das ist, ho. Ja gut, bei uns ist halt, bei uns ist eigentlich, wenn mit Maske und dann geht's los, dann geht's scharf. Gut, auch so und so viele Leute dürfen dann nicht rein, aber wenn die Geschäfte, aber gut, ist halt so. Ja gut, meine Lieben, ne, der Milo, der schaut schon mit der Hufe, das ist, ich höre das förmlich durchs Mikro, wie er auf seinem Stuhl hin und her rutscht, ne, zur GTA will. Mal gucken, wo das noch hinführt, meine Lieben. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich sehr gerne das Däumchen da. Der liebe Milo ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, ne, und so schaut da bitte sehr gerne vorbei. Und wer noch nicht abonniert hat, der macht das bitte, ne? Dann gibt es nämlich auch zum Beispiel wunderschönes Anno, gibt es dort auch, ne, könnt ihr euch gerne gönnen. Und ansonsten, ja, schreibt gerne was Nettes in die Kommentare und wir sagen erstmal Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.